Internet. Oh Mann. Ich habe meine Emoji-Historie komplett zerstört. So, hier vorne muss ich gleich mal vorsichtig sein. Ja, ich muss hier definitiv den Zugverkehr verbessern. Und zack. So, runter mit dir. Die Güterlore kommt dorthin. Da ist das entlaufene Hin. Da ist nichts Besonderes mehr drin. Oh, und hier haben wir kaum Erde. Hier haben wir wohl alles. Alles an Erde haben wir wohl zu Hause. Hier kommen wir hin. So, zack. Zack, zack, zack. So. Als Erde. Gut, da hätte ich jetzt die Güterlore gar nicht gebraucht. Dann nehme ich die wieder mit. Dabei. Ich wusste es, dass ich sofort wieder unterbrochen werde. Aber gut, never mind. Nein, würde ich es nicht wissen, dann würde ich auch nicht aufnehmen. Ah, darauf trinke ich erstmal was. Habe hier noch schön Kühlschrank gekühltes Wasser in der Thermoskanne. Ja. Geht doch. Weiß noch, wie es früher mit den Schienen war und dem Antriebssystem. Wie du da mit einer weiteren Lore genau deswegen sollen die hier unter Tage verlaufen. Wie man früher mit einer weiteren Lore powern musste. Um weiterzukommen. Als es noch keine Antriebsschienen gab. Oh, so ein kleines Sumpfdorf hier ließe sich auch errichten. Und ich brauche immer noch einen Biom-Editor. Aber hier ist das Wüstendorf und da ein kleines Sumpfdorf, das wäre doch was. So, das kommt hier rein und das kommt auch hier rein. So. Au.
Ich glaube, ich mache gleich mal in Elder Scrolls Online Instanz. Hätte ich gerade irgendwie voll Bock drauf. Ich bin so blöd, ich habe mir den Sand zu Hause gelassen. Na, zum Glück habe ich noch Fackeln. Muss ja sowieso ein Gravel hier abbauen. Mann, ich hab voll Bock, Final Fantasy aufzunehmen, ne? Ich hab gerade erst Horizon Zero Dawn angefangen. Ich sollte erstmal die Projekte, die ich gerade habe und nicht mache, weiterführen. Musste mal Minecraft schneiden und rendern. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele Aufnahmen ich schon nachbereitet habe. So. Und schon wieder falle ich aus dem Bett. Nee. Was ist da drin? Ach, Cobblestone, genau. Den ich ja so am Farmen bin wie blöde. Okay, hier ist schon wieder normale Erde. Jo. Und hier wird runtergegraben. Okay, die Erde hier raus, beziehungsweise Sand hier raus, kann ich auch noch weggraben. Durch Erde ersetzen. Weil hier noch die Baumstämme der Felder sind. Dadurch sparen wir uns einfach ein bisschen Sand. So. Dann hacken wir jetzt noch hier den Sandstein weg. Einfach aus dem Grund, dass wir uns dadurch auch nochmal mehr Sand sparen. So können wir Erde ausgeben und Sand sparen. Weil wir dann keinen Sand zu Sandstein komprimieren müssen. Final Fantasy X hat so einen schönen Soundtrack. Ich weiß noch, worüber wir das letzte Mal geredet haben, als wir am Sandstein hacken waren. Über, was war es, Diskriminierung und Ausgrenzung und sowas? Ich glaube, Homophobie war es, ne? Ah, shit, da muss ich gleich wieder niesen. Da muss ich an den niedlichen Nieser aus dem einen Video von Sowjetbombel denken. Ich glaube, das war die neueste Arma 3 Bullshittery, oder? So. Und so wird meine Erde los. Oh, ich hatte heute Italienisch-Klausur, ne? Fragt mich. Wie falsch. Irgendwie gefühlt absolut nicht. Hab so viele Flüchtigkeitsfehler und so gemacht. Beziehungsweise,
die Fehler waren halt so Sachen, die ich mir nicht angeguckt habe, weil ich mir dachte, okay, darauf wird jetzt vielleicht nicht so speziell Wert gelegt. Mehr Mut zur Lücke. Oh, da muss ich auch noch eine Reihe hochsetzen. Und nochmal etwas. Ach, da fällt mir ein, der Gerät, den ich für Twilight Princess brauche, jetzt mal aufnehmen. Gibt's bei Saturn. Das heißt, das werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich einfach kaufen. Ja gut, klar werde ich es mir kaufen, ich werde es mir nicht bei Saturn klauen. Aber ihr wisst, was ich meine, dass ich... Ja, mir das halt demnächst vielleicht mal kaufen würde. Gut, dann muss ich hier noch... Sand abgraben. Das hier wird dann dicht gemacht. Okay. Au. Und dazu brauche ich halt auch erstmal das Geld. Achso, und was ich ankündigen kann. Sobald ich der Gerät habe, werde ich halt Twilight Princess aufnehmen. Und Twilight Princess wird ein 100% Run. Mit Unterstützung von Lösungen, wie zum Beispiel Herzteile und den ganzen Spaß. Aber es wird ein 100% Run. Das ist auch eins der Projekte, auf die ich mich am meisten freue. Weil Twilight Princess ist eigentlich mit eins meiner Lieblingsspiele. Also, es ist mein Lieblings-Zelda. Das einzige Zelda, das ich... Nee, gar nicht. Phantom Hourglass und... Nee, nur Phantom Hourglass, glaube ich, habe ich noch durchgespielt. Muss ich mal gucken, wie weit ich schon hinten bin. Nicht, dass ich die richtige Höhe abgrabe. Okay. Okay, da ist die richtige Höhe. Soll mir jetzt halt hier nicht in den Schacht runterrattern. In den Schacht runterrattern. Überlege, was ich danach jetzt mache. Ich kann jetzt danach auch nicht so eine lange Aufnahme machen, oder vielleicht nehme ich auch einfach konsequent jetzt weiter Minecraft auf, bis es Kaffee bei mir gibt. Dann habe ich definitiv ein paar Folgen gut gemacht. Es ist halt so, Minecraft schlaucht. Das erzähle ich auch nicht zum ersten Mal. Ich meine, so alleine kann ich hier Stunden drin verbringen. Gut, konnte ich früher. Aber wenn ich halt aufnehme und reden muss und unterhalten will, dann schlaucht's. Es ist schön, aber auch schön anstrengend. Deswegen esse ich jetzt erstmal ein Brötchen. Tausche Sand gegen Erde. Dann kann ich nämlich direkt hinter mir aufräumen. Muss aufpassen, dass ich nicht unter meinen Füßen den Boden jetzt weggrabe. Jetzt
jetzt auch nicht versuchen, ums Verrecken jeden Block Sandstein hier rauszuholen. Weil ich meine, Sandstein schön und gut, ne? Aber man kann es auch übertreiben. Wir brauchen halt noch ein bisschen was für einen Tempel vorne. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich den Tempel fertigstellen will. Das ist somit ein Grund, warum ich aktuell nicht daran beschäftigt bin. Ich habe eine kleine kreative Flaute bei dem Tempel. Ah, da ist ja eine Fackel. Das war was? Ich habe kein Holz oder irgendwas. Ist vielleicht ein bisschen schlecht. So, nehmen wir mal Tropenholz. Weil ich mir den letzten Punkt hier markieren will. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen aufgefüllt. Ich habe auch jetzt schon eine Idee, wie ich in der Wüste eine Baumfarm machen will. Drüben haben wir unsere Quarry, ne, unsere Sandmine, die ich ja auch mit Erde auffülle. Simple as that. Ein bisschen sparsamer sollte ich doch mit der Erde umgehen, weil das hier alles rauszuhacken und durch Erde zu ersetzen geht auch ganz schön in die Rohstoffe. Und ich lege mich mal neben das Bett, um eine Runde auf dem Boden zu schlafen. Außerdem habe ich keine Spitzhacke mehr. Doch, habe ich. Ich erzähle Scheiße. Ich brauche definitiv die Inventory Tweaks, Mann, ne? Und ich muss mal nach Hause fahren, weil ich jetzt hier nirgendwo mehr Erde habe. Wobei, hier könnte ich eventuell noch irgendwo Erde haben. Das gefällt mir so nicht. Kann man hier eigentlich schon... Habe ich hier noch irgendwo... Ja. Ne, das geht noch nicht. Schade. Wirst du zugern, ab wann das geht? Dass die Treppen sich halt um die Ecke schlingen. Ne, da haben wir hier nicht mehr. Hier haben wir aber noch Cobblestone, der kann hier mal raus.